Willkommen zurück zu Earthbound Beginnings. Wir befinden uns in Dr. Endenuts Lab. Ja, das Gebiet kennen wir schon, nämlich hier waren wir schon allein mit Jeff. Für alle, die es genau wissen wollen, wir befinden sich in Winters. Nämlich um uns ein Heiligtum zu holen, zu ergattern. Was weiß ich, Chromatik ist ein bisschen überstrapaziert. Den konnten wir ja nicht besiegen. Und selbst wenn wir ihn besiegt hätten, es hätte uns nichts gebracht, weil uns der Soundstein fehlt. Mal gucken, ob ich diesmal den Kampf schaffe. Und mit diesmal sage ich bewusst, denn ja, er hat mich besiegt. Und zwar, weil Jeff Paula gesmasht hat, weil er eine Pilzvergiftung hatte. Ist doch geil. Man besiegt ihn am besten mit Psi Fire. Diesen Fakt. Ich glaube, es wiederholt sich. Ich glaube, ich muss jetzt was machen. So. Ein bisschen die RNG verändert. So. Ein bisschen mehr die RNG verändert. Jetzt sollte es passen. Und es passt. Ja, es hat halt selber RNG. Aber es sieht doch schon viel besser aus als eben. Allerdings muss jetzt. Oh, ich weiß nicht, soll ich jetzt Jeff draufgehen lassen? Komm, ich heile ihn mal. Paula machte weiter im Psi-Feuer, da gibt's nichts zu sagen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Pilzvergiftung können wir auch nicht mit Psi wegmachen, das ist das Problem. Okay, versuch's nochmal auf Jeff, aber ist er schon vergiftet, also kann sich nochmal vergiften. Gut, dass du ein Trottel bist. Langsam geht mir auch die Psi-Punkte mit Paula aus. Sehr gut, Ness. Sehr gut. Alles kein Problem, wenn Jeff nicht Paula smasht. Auch gut, dass ich mit allen drei die das Level Up kriege, weil dadurch jeder die guten Erfahrungspunkte kriegt und es sind nicht ohne Erfahrungspunkte. Und Zeit, um von diesem Pilzeffekt loszuwerden. Die Quelle heilt doch Pilzeffekt. Ich glaube, die heilt alles, 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 also auch Pilzeffekt. Glaube ich zumindest. Okay. Hatte Ness etwa Heimweh wegen diesem Steak? Oder war das nur so ein Dialog? Text-Dings. Egal, hören wir uns mal die Melodie an. Spektakulär. Und damit auf zurück zu Dr. Endnuts Labor. Okay, hier sind Steckrufe, aber die haben Schiss vor uns. Betonung. Oh. Ganz schön viele Gegner. Versuchst du aus dem Weg zu gehen, aber es geht ja fast gar nicht. Naja, dann kämpfe ich. Ich meine, wir können sowieso. Wir können es und Dr. Endnuts Labor heilen, also hau raus. Alles raus, was es rauszuholen gibt. Okay, sie tun unsere Statusveränderungen schön bearbeiten. Das gefällt mir mal so gar nicht. Ich könnte das natürlich mit Jeff auskurieren. Und wisst ihr was? Das mache ich auch. Dann habe ich es euch nämlich auch mal gezeigt, warte mal. Natürlich auf die Backrow. Nämlich mit diesem Neutralisator kann man alle Veränderungen beheben. Bzw.
betrifft halt nur sowas wie Angriffs- und Verteidigungs-Zeugs, also keine Statuseffekte. Ein HP, GG. Okay, sie werden da zahm. Hab das auch mal gesehen. Und du bist auch Geschichte. Und wie viel XP gibt's? Ja, da geht mehr, aber da geht auch weniger. Ich frag mich, was passiert wäre, wenn ich nur mit Jeff besiegt hätte. Der hat doch keine Chance. Oder sind die auch jetzt stärker, wo wir hier sind? So, dann haben wir uns auch geheilt. Jawohl, alles schön voll. Perfekt. So, dann können wir jetzt auch Winters verlieren. Und wie Dr. Enders gesagt hat, hat er dieses Mal das Problem mit dem Absturz behoben. Na, wer kann sich auch daran erinnern? Schaut euch den Part an, wenn noch nicht getan habt. In der Infobox ist ein Link zu der Playlist. So, sowieso die ganzen vorigen Parts angucken, bevor ihr den anguckt. Macht aber leider nur 1% meiner Zuschauer. Finde ich traurig. Na, jetzt wo er nicht abstürzen wird, können wir auch ganz gemütlich uns diese lame Fahrt angucken. Hier ist Summers. Mit giftgrünem Gewässer. Na, wurde das mal zuletzt gereinigt? Ist da irgendwas falsch? Oder? Jetzt bloß Sande lachten. Sanft. Ich sagte sanft. Na toll. Schon wieder kaputt. Naja. Ist gut so. Wir sind jetzt in Summers. Krass, oder? Und natürlich weiß ich schon, was zu tun ist. Wir gehen erstmal nach rechts. Dauert nicht mehr lange. Spaß, dauert noch sehr lange. Hier haben wir einen Shop. Aber alles hier ist teuer. Das soll man so erwähnt haben. Okay, der Con of Defense. Für 2000 kann ich Jeff und Paula geben. Tue ich dann auch. Ja, hier ist alles teuer. Auch die Hotels sind schweineteuer. Oh, Jeff hat nicht genügend Slots frei. Dagegen muss was getan werden. Ist noch der Kreuzscham. Okay. Kann ich den Kreuzscham verkaufen? Kaufen. Nein, verkaufen. Nicht kaufen. Ja. Verkaufen. Das Tier. 200. Okay. Und unsere Verteidigung ist jetzt krass erhöht. Sehr gut. Ja, aber ich glaube, sonst hast du nichts. Nein. Okay. Guck sonst noch nach, was wir so haben. Kann auf Slammer. Kann ich das verkaufen? Mein Equip. Ja, könnte ich verkaufen. Du verkaufst es nicht. Kann auf Slammer verkaufen. Ich möchte noch eine Sache kurz nachgucken. Haben wir den noch den Night Permanent? Nein, haben wir nicht. Ich hoffe nicht, dass ich ihn verkauft habe, sondern abgeliefert habe, wenn ihr versteht, was ich meine.
Also wenn ich es verkauft habe, ist es auch nicht so tragisch, aber das wäre schon ein bisschen dumm. Den Night Permanent, den wir ja in Moonside bekommen haben, den sollte man schon behalten. Der wird nämlich noch ganz am Ende des Spiels wichtig. Warte mal. Wenn noch wie so ein Telefon ist, nicht. Ist auch nicht überteuert. Ist alles teurer. Nö, ist er nicht. Sehr gut. Dann speichere ich mal schön ab, wie es sich so gehört. Und dann. Was? Normalerweise. Komisch. Die anderen werden wissen, was ich gerade am machen bin, aber ich muss irgendwo hin. In irgendein Haus muss ich schreien. Ah, das. Hier muss ich hin. Nämlich hier muss man in Earthbound Beginnings seinen Namen eingeben. Natürlich nicht mein Real-Life-Name, sondern ich mache meinen YouTube-Namen. Und kann ich auch. Nein, nicht Backspace. Leerzeichen. Und obwohl, mach ohne Leerzeichen. Ich hab alles zusammen. Und ich glaube, das sollte passen. Mit dem Platz her. Und hi. Und das ist halt mein Twitch-Name. Nein, ich mache keine Livestreams. Das ist korrekt. Enderfighter 64, es ist korrekt. Ja, komm. Kannst du mal aufhören? Sehr gut. Und dann habe ich Bock auf den vierten Charakter zu treffen. Tut mir leid, wenn ich schon was gespoilert habe. Es ist Pooh. Man kann ihn ja nennen, wie man will. Ich habe ihn Pooh genommen. Oh mein Gott, das ist ein aggressives Taxi. Zum Glück hat Ness nicht wie in Earth von Beginnings Asthma. Beziehungsweise, das war ja nicht. Also, es macht alles Sinn. Jetzt trefft. Ist kein starker Gegner. Sollte so besiegt werden. Hätte ich auch eventuell in der ersten Runde besiegt. Wenn ihr getroffen hättet. Nein, ich will nicht ins Museum. Ich will in Club Store. Oder Club Story. Das ist nicht der Story Club. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Geh weg. Ey, nicht so unhöflich. Ich glaube, hätte ich auch umsonst anrufen können. What? Das sollte jetzt nicht passieren. Normalerweise kann man jetzt da noch mehr angeben. Ja, warum denn nicht? Normalerweise kann man jetzt hier beim Story Club anrufen. Und wie viel kostest du? Vielleicht vom Hospital aus. Dorm-Telefon. Ich meine, ich habe doch da meinen Namen eingegeben. Wieso kann ich das jetzt hier nicht machen? Oder darf ich es noch nicht machen? Ich versuch's nochmal. Das ist so weird. Das ist jetzt, wenn ich meine Mutter anrufe. Das ist strange. Ich will jetzt auch nicht den Part beenden und nachgucken. Der Part ist dafür viel zu kurz, aber wieso kann ich ihn hier nicht rein? Naja, ich gehe dann mal zum Shop. Hier Items so
paar Items zu kaufen. Also ich brauche schon ein bisschen Kohle. So. Ist ja alles schweineteuer. Mal gucken, ob ich überhaupt so viel Geld habe. Den Big Leech Bag, den solltet ihr nicht kaufen. Denn im späteren Verlauf des Spiels werdet ihr den noch günstiger kriegen. Lucky Coin 6000. Könnte ich mir leisten. Platinband. Ah. Oh. Alles so teuer. Okay, ich kaufe jedem den Diamond Band. Dann bin ich offiziell ein armer Schlucker. Das nutze ich auch so richtig. Ich bin Diamond Band, nicht ein Platinum Band. Das ist in dem Plattebett gekauft. Ich bin jetzt skeptisch. Okay, ich habe ihm dein Band gegeben, zum Glück. Was kann denn mir sonst noch so holen? Den Chef Pen? Nein, nicht den. Okay. Ich gehe schon. Nicht withdraw, deposit, withdraw, nicht draw, also, mir auch egal, das ist mir egal. Was mach ich denn hier jetzt? Wie in Wald, Number. Achso, nicht belängst uns, was da links steht. Ah, jetzt kapiert. So. Natürlich kein Geld mit sich führen. Oder soll ich mir jetzt da so? Alter, sind viel, viele Gegner. Und doch ein Schild, why not? Ja, das sind all die Gegner, hier sind alle null Problemo. Dann zerkratzen wir den Wagen und das Schild kriegt auch einer auf die Ömme. Ein HP. Das ist ja faustdick hinter den Ohren. Dann ist hier auch noch ein Schild. Was? Warum keine Back Attack? Ja, du bist überhaupt gar kein Problem. Und besiegt. Tight. Ja, Level up. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Hotel. Ah, vielleicht muss ich noch erst dieses Foto machen, bevor ich da den Story Club anrufen kann. Vielleicht war das ja das Problem. Mein Hotel muss ich nicht. Ich bin schon interessiert, wie viel es kostet. Alter. Da zahle ich halt einen Dollar, Mann. Ich muss jetzt nicht verarscht werden. Ein Dollar. Denn der dann eigentlich wollte ich ja den Story Club anrufen. Dann gehe ich halt nochmal dahin und dann nochmal bei dem anderen da. Und dann will ich dahin. So, und jetzt will ich da rein. Wollt ihr mich?
Ich habe das Foto gemacht. Was wollt ihr denn noch von mir? Noch ein Foto? Oder was? Ey, ist hier ein Foto? Nein, das nicht. Ist hier ein Foto? Nö. Das gibt es nicht. Muss hier noch irgendein Event machen? Mau. Halt nicht. Trottel. Oh. Dann kann ich Ness heilen und Jeff heilen. Dann diesen Schmetterling. Und hoffen, dass ich irgendein Event triggere, dass ich da anrufen kann. Gibt hier noch irgendwas? Kann ich nicht durch. Das ist interessant, warum kann ich da nicht durch? Ja, hier. Ich rufe jetzt nochmal an. Wenn es da immer noch nichts gibt, da tue ich dann diesen Hintmann da mal abfragen. Ist doch nicht mal so eine Station, wo man sich Geld holen kann, was ein Betrug. Ach, was, ich bin jetzt im Pad und guck nach. Ciao, Leute.